Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Brettspieltester. Mit dabei wie immer Michaela und Christian. Und wir haben hier das Spiel Wangdoo aufgebaut, getestet und vielleicht für gut befunden. Wir werden es am Ende des Videos sehen. Das ist ein Spiel von Frank Cratin, Sébastien Pauchon und Grégoire Larget. Das sind natürlich wieder Franzosen und wir sind so gut im Französischen, da werden wir die Namen bestimmt wieder falsch ausgesprochen haben. Bitte ich zu entschuldigen, ist keine böse Absicht. Und die weiteren Rahmendaten folgen wie immer von Michaela. Wangdoo ist ein Spiel für 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahre. Die Spieldauer wird auf der Verpackung mit 30 Minuten angegeben. Das Spiel ist letztes Jahr in Essen rausgekommen bei Wangdoo Games und kommt dieses Jahr bei, oder ist sogar schon bei Spielefable erschienen. Also man kann es auch schon käuflich erwerben. Und ich habe gerade mal im Internet nachgeschaut, es kostet um die 40 Euro. Genau, und die Idee von dem Spiel ist folgendes: Wir befinden uns in einer Zeit, als es noch keine Menschen gab. Stattdessen gab es Tiere, insbesondere gab es 4 Bärenclans, die dabei dem König helfen sollten, im Nordosten Asiens sein Reich zu regieren. Und irgendwann ist der König ein bisschen älter geworden und jetzt sollte sich die Nachfolge des Königs entscheiden. Und zwar schickt jeder dieser 4 Clans seinen besten Mann los, um auf seiner Reise durch diese Territorien Wissen zu erwerben in verschiedenen Bereichen. Und der danach am klügsten ist, das meiste Wissen angehäuft hat, der soll der neue König werden. Wir haben das Spiel jetzt hier schon mal für ein 2-Personen-Spiel vorbereitet. Der Spielplan hier, der wird so ein bisschen zusammengepuzzelt, wie man hier vielleicht so erahnen kann. Es gibt dann noch ein weiteres Spielplanteil, das benutzt man aber nur, wenn man zu viert spielt. Wenn man zu zweit und zu dritt spielt, benutzt man so diesen Spielplanaufbau. Dann haben wir hier schon die Wissenschips, davon gibt es insgesamt 40. Und wie man schon sehen kann, auf diesem Spielplanteil würden ja auch noch 8 zum Einsatz kommen. Das heißt, es werden ja laut Anleitung vorgegebene Spielplanchips, wenn man zu zweit oder zu dritt spielt, im Vorwege aus dem Spiel genommen. Die restlichen 32 werden zunächst gemischt und dann hier auf die entsprechenden Felder gelegt. Die drehen wir jetzt nochmal um. Das kann Christian gleich mal weitermachen. In dem Zuge kann ich schon mal mit dem Aufbau hier weitermachen. Wir haben jetzt hier noch insgesamt 40 Bärenstatuen. Die sind auch echt ganz niedlich gemacht, wenn ich mal mein Fazit vorweggreifen darf. Und da werden jetzt zu Spielbeginn hier in den Tempel auf jeden Altar schon mal ein Bär gestellt in der jeweiligen Farbe. So, und dann haben wir hier noch bei den Plättchen sind auch noch 4 Bärenplättchen mit dabei. Und da ziehen wir jetzt nochmal 4 zufällige Bären aus dem Sack. 1, 2 und die werden dann auf diese Felder gestellt. Ups. 3, 4. Na, du hast ja toll gezogen. Ziemlich viel Orange mit dabei, ne? Dann darf jeder Spieler, das mache ich einfach gleich mal weiter, zu Spielbeginn sich auch nochmal 3 Bären verdeckt aus dem Sack ziehen. Das mache ich hier mal. Und die stelle ich dann hier bei mir ab. Oder habe ich ja gar nicht schlecht gezogen. Ich habe von jeder Bärenfarbe eingezogen. Dann haben wir jeder noch unser eigenes Spielertableau. Und zwar haben wir das jetzt mit der Seite für 2 Personen oben. Dann sieht man, in der Ecke sind hier so 2 kleine Bären drauf. Und es geht jetzt darum, dass wir Wissenschips sammeln. Das sind die Wissenschips. Und man sieht jetzt hier, wir müssen im Spiel zu zweit jeweils 3 Chips von jeder Sorte sammeln. Wenn man es zu dritt oder zu viert spielt, muss man jeweils nur 2 Chips von jeder Sorte sammeln. Und der Spieler, der das als erstes geschafft hat, der läutet quasi das Spielende ein. Zu Spielbeginn muss man sich jetzt nochmal einigen, wer Startspieler wird. Du, natürlich. Ich bin Startspieler. Das ist nur maßgeblich dafür, wie nachher die letzte Runde zu Ende gespielt hat. Also wenn ich jetzt das Spielende einläute, dann wäre Christian nochmal dran. Würde Christian das Spielende einläuten, wäre ich nicht mehr dran. Einfach dafür, dass beide Spieler oder alle Spieler, die spielen, dann gleich oft dran waren bei dem Spiel. Wenn man am Zug ist, hat man die Wahl zwischen 2 Aktionsmöglichkeiten. Zum einen kann ich mir neue Bärenstatuen besorgen. Das kann ich einmal im Tempel machen. Das heißt, ich kann mir 2 beliebige Statuen aus dem Tempel nehmen. Das kann auch die gleiche Farbe sein, so denn hier schon mehrere Statuen der gleichen Farbe stehen. Oder auch jede beliebige andere Kombination von den verschiedenfarbigen Bärenstatuen. Aber wie gesagt, maximal 2 darf ich mir dann nehmen. Alternativ kann ich mir auch 3 Statuen aus dem Beutel ziehen. Die sind dann natürlich, ich sag mal, zufällig. Ich weiß ja nicht, was ich ziehe und die würde ich dann vor mir abstellen. Am Ende meines Zuges darf ich maximal 10 Bärenstatuen haben. Wenn ich mehr habe, muss ich die überflüssigen. Ich kann aber auswählen, welche kann ich oder kann ich nicht, sondern muss ich dann in den Beutel zurückwerfen. Die andere Möglichkeit ist es dann, dass wir hier Wissensplättchen auf dem Spielplan uns besorgen. Und das ist natürlich auch Ziel, denn wer als erster sein Spielertableau befüllt hat mit den Wissensplättchen, gewinnt ja das Spiel. Und da müssen wir bestimmte Einsatzregeln beachten. Genau, die eigentlich relativ einfach sind. Und zwar, man darf halt eben A nur an eine bereits vorhandene Bärenstatue anbauen, möchte ich mal sagen. Das heißt, ich könnte jetzt nicht einfach hier zum Beispiel eine neue setzen oder hier. Da ist ja nichts drum, sondern ich muss an die vorhandenen Bärenstatuen
angrenzend bauen. Das heißt hier zum Beispiel da, 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 da oder da. Genau, angrenzend heißt dann mit einem Weg verbunden. Das heißt, hier ist jeweils ein Weg und hier ist mit einer anderen Bärenstatue dann verbunden. Genau, und wichtige Regel Nummer 1 ist im Prinzip, wenn ich das mache, ich darf nicht die gleiche Farbe wie die angrenzenden Bärenstatuen bauen. Das heißt, angenommen, ich will jetzt hier an diese Stelle bauen, da ist jetzt nur ein schwarzer benachbart, andersrum oder weiter darum sind noch keine weiteren Statuen. Das heißt, ich darf mit jeder x-beliebigen Bärenfarbe reingehen, sie darf bloß nicht schwarz sein. Das heißt, also ich könnte jetzt hier sagen, ich gehe mit meinem blauen rein, dann habe ich schon mal diese Vorgabe erfüllt. Und ich muss dann, wenn ich meine Statue gesetzt habe, jede angrenzende Farbe, die vorhanden ist, bezahlen. Das heißt, hier zum Beispiel ist jetzt nur ein schwarzer. Das heißt, ich muss aus meinem eigenen Vorrat einen schwarzen nehmen und in den Tempel reinstellen. Hätte ich jetzt zum Beispiel hier unten mich hingestellt, dann wäre es so, hier wären jetzt zwei orangefarbene dran. Ich setze einen blauen ein, das heißt, die Farbvorgabe habe ich erfüllt. Ich müsste dann aber zwei orangefarbene Bärenstatuen in den Tempel stellen. Ich habe momentan nur eine, von daher dürfte ich da gar nicht bauen. Genau, und dann kommen eigentlich diese Siegelkarten noch ins Spiel. Wenn wir nämlich eine Spalte auf unserem eigenen Spielertableau voll belegt haben mit entsprechenden Wissensplättchen, bekommen wir eine Siegelkarte. Wie man hier sieht, wir haben 4 Spalten, das heißt, wir können maximal 4 Siegelkarten im Spielverlauf bekommen. Diese Siegelkarten bringen uns Vorteile. Die können einmal den eigentlichen Spielzug ein bisschen abwandeln. Das heißt, wir müssen bestimmte Vorgaben vielleicht nicht beachten, wie zum Beispiel hier. Du darfst eine Statue in der gleichen Farbe wie ihre Nachbarn aufstellen. Christian hatte ja gerade erklärt, es gibt ja normalerweise die Grundregel, wenn ich eine neue Statue aufstelle, muss die eine andere Farbe haben als die beiden benachbarte, sprich über die beiden oder jetzt über Wege verbundene Statuen. Das heißt, hier dürfte ich eigentlich keine Orangefarben hinstellen. Hier wäre das aber anders. Hier ist jetzt ja mit der Karte, wenn ich die ausspielen würde, hätte ich die Erlaubnis, dass ich eine Statue in der gleichen Farbe wie ihre Nachbarn aufstellen dürfte. Das heißt, hier dürfte ich sogar eine orangefarbene Statue hinstellen. Wenn ich die Karte ausspiele, lege ich sie einfach offen hin. Warum man das macht, erkläre ich gleich nochmal, weil diese Siegel haben am Ende auch nochmal eine Bedeutung. Dann gibt es auch noch so Karten, die haben so eine grüne Hand drauf. Das ist nochmal eine zusätzliche Aktion, die man hat. Also es gibt Karten, die wandeln im Prinzip den Spielzug ab und es gibt Karten, die bringen an eine zusätzliche Aktion. Hier zum Beispiel, wenn ich diese Karte spiele, nimm eine Statue deiner Wahl aus dem Tempel. Das heißt, die könnte ich spielen zu jedem beliebigen Zeitpunkt meines Zuges. Macht natürlich am meisten Sinn wahrscheinlich vor meinem Zug. Dann nehme ich mir zuerst eine Statue aus dem Tempel. Vielleicht fehlt mir die gerade noch, um die angrenzenden Statuen nachher bezahlen zu können oder dafür bezahlen zu können, weil ich hier ansetze. Oder vielleicht habe ich auch nur Orangefarben und brauche eine weiße, um hier letztendlich überhaupt hinsetzen zu können. So gibt es Karten, die einem einen zusätzlichen Spielzug ermöglichen oder die auch ermöglichen, dass man den eigenen Spielzug abwandelt. Ja, und das Spielende wird ausgelöst, hatten wir ja schon gesagt. Wenn der erste Spieler hier sein Tableau vollständig belegt hat, dann wird die Runde noch zu Ende gespielt. Und wenn es in der Runde der andere Spieler auch noch schafft, sein Tableau vollständig zu belegen, dann wird nämlich geschaut, wer noch die meisten Siegel hat. Und Siegel zählen einmal von Karten, die man nicht benutzt hat, das heißt, die noch so liegen, die ich jetzt noch nicht benutzt habe, die ich noch nicht umgedreht habe. Es gibt aber auch Karten, da sind oben 3 Siegel drauf, hier zum Beispiel. Da zählen diese 3 Siegel dann auch für diese Wertung mit. Und es gibt auch auf diesen Wissensplättchen, die wir hier haben, da gibt es auch Plättchen, da ist unten so ein ganz kleines Siegel drauf. Da wird dann auch gezählt, wenn ich die auf meinem Spieltableau abgelegt habe, da wird dann auch geschaut, wie viel habe ich davon. Die würden alle zusammengezählt werden und wenn da einer mehr hat als der andere, ist der der Sieger. Gibt es auch da dann wiederum einen Gleichstand, gibt es 2 Sieger am Spielende. Und hier gibt es noch eine Besonderheit mit den Tempeln. Das erklären wir euch aber gleich nochmal im Spielverlauf und ich würde sagen, dann spielen wir jetzt einfach mal los. Mhm. Gut, dann nehme ich hier nochmal meinen Bären wieder zurück. Und dann fange ich an. Ich bin ja Startspieler und ich werde mal hier hingehen. Das heißt, ich darf mir diese Wissensschätze... Oh, Entschuldigung, ich habe deine Bären umgeschmissen. Die sind schon so müde. Ja, ja, genau. So, ich habe hier eingesetzt. Das heißt, dieser Bär ist über einen Weg mit einer anderen Statue verbunden. Also alles in Ordnung. Und ich muss eine orangene Statue bezahlen, weil das die einzige Statue ist, die über einen Weg mit meiner neu eingesetzten verbunden ist. Okay. Und Christian ist dran. Ich nehme ja 3 verdeckte aus dem Sack. Fängst du irgendwie fast immer an. Ja, hat auch bisher noch funktioniert. Ich habe so ein Déjà-vu. Ja, wir brauchen noch nicht vorzugreifen. Ich ziehe mir auch mal 3 beliebige aus dem Sack. Nachmacher, genau. Oh, das waren 4. Entschuldigung, ich schmeiß die mal wieder rein. Schön, dass du das mal dokumentiert hast auf Videomaterial. Ich mache auch nochmal das gleiche. Ich nehme auch nochmal noch 3. Welche? Ja, habe ich 9. Mhm. Na. Ich werde jetzt hier mal einsetzen. Und zwar gehe ich hier hin. Und bekomme diesen Wissenschip, den lege ich hier ab und ich muss einen weißen bezahlen.
Upsala. Weil mein blauer mit einem weißen verbunden ist. Und du bist dran. Ich gehe einmal hier hin. Zack, dann heißt das wirklich. Und dann muss ich einen blauen einsetzen. Mhm. Ich gehe einmal hier hin. Das heißt, ich bekomme nochmal so einen Krug und ich muss einen orangenen bezahlen. Und du bist dran. So, dann gehe ich einmal hier hin, gehe da mit einem blauen rein, packe mir den da hin, bezahle einen orangefarben. Und jetzt kommt diese Sonderregelung, die wir gesagt haben, was passieren kann. Wenn der Tempel voll ist mit einer Farbe, dann werden diese vier abgeräumt, die kommen in den Sack zurück. Und derjenige, der das ausgelöst hat, das ist ein Ritual, das da passiert, der darf sich dann entsprechend aus dem Tempel eine beliebige Statue nehmen. Und ich nehme mir da einmal eine weiße. Genau, das ist hier unten auch nochmal bebildert. Also jeweils einmal, dass es zurückkommt in den Sack, sobald es voll ist. Und auch, dass man sich dann eine beliebige Statue aus dem Tempel dann nehmen darf. Gut, ich habe keine Beeren mehr. Ich ziehe mal auch drei aus dem Sack. Und Christian ist wieder dran. Ich gehe hier rein. Muss eine schwarze Statue in den Tempel bezahlen, nehme mir das Teil und habe jetzt eine Spalte voll. Das heißt, ich habe drei von derselben Sorte. Das heißt, ich hatte die gemischt zwischenzeitlich, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt wieder gemischt habe. Ja, dann mischen wir die mal schnell. Das heißt, ich kriege jetzt eine von diesen Karten. Und Michaela guckt mal weg. Mhm. Und wir gucken mal, ja, ich kann es auch vorlesen, ist egal. Leg bis zu drei von deinen Statuen in den Beutel, dann zieh eine mehr, als du hineingetan hast. Das heißt, ich kann drei reintun und mir vier rausziehen. Je nachdem, ob man Glück hat oder nicht, kann das natürlich nicht schaden. Und hier ist wieder so eine grüne Hand drauf. Das heißt, das ist wieder eine zusätzliche Aktionskarte. Das heißt, diese Karte kann Christian quasi zusätzlich zu seinem regulären Zug dann spielen. So, ich werde jetzt mal, wo wollte ich jetzt gerade hin? Das Feld fand ich hier nicht so schlecht. Das heißt, ich nehme mir hier mal dieses Wissensplättchen und dann muss ich einen schwarzen Bär in den Tempel zurückstellen. Ich gehe hier rein. Nehme das Teil. Muss einen schwarzen einsetzen und löse wieder ein Ritual aus. Das heißt, die schwarzen kommen alle weg. Ich darf mir wieder einen nehmen und ich nehme mir einen weißen. Ich nehme wieder drei aus dem Sack. Bisher hat noch keiner von uns genommen die Aktion, dass man sich ja auch zwei aus dem Tempel nehmen kann. Ist natürlich dann, da kann man sich die Farbe aussuchen, sofern natürlich genügend Beeren da sind. Aber wenn man natürlich aus dem Sack zieht, bekommt man natürlich eine Statue mehr. Ne? Das ist es eben. Muss man sich immer überlegen. Genau, ich gehe einmal hier rein. Nehmen wir mal so einen Topf und packe eine weiße Statue in den Tempel. Mhm. Ich gehe mal hier hin, nehme mir den hier und muss eine blaue Statue in den Tempel setzen. Und Christian ist dran. So, ich ziehe mal drei nach. Ups, hast einen umgeworfen. Wo haben wir den? Der arme Bär. Ach, soll sich nicht so anstellen. Wieso soll er sich nicht so anstellen, der arme Bär? Ich gehe mal hinten in die Ecke. Magst du den mal da hinstellen? Kriege ich einmal diese Pagode und muss einen schwarzen abstellen. Ich gehe einmal hier rein, nehme das Teil, muss einen blauen bezahlen, löse wieder ein Ritual aus, das heißt, da wird wieder abgeräumt. Und ich nehme mir, das ist eine gute Frage, was nehme ich mir denn? Und ich nehme mir eine weiße. Und ich werde hier nochmal wieder drei ziehen aus dem Sack. Ich habe nämlich gar keine Statuen mehr. Und Christian ist dran. Ich ziehe drei aus dem Sack. Na. Der Tempel ist ja momentan auch ziemlich leer, ne? Mhm. Ich nehme ja auch nochmal drei aus dem Sack. Wer weiß, wofür es gut ist. Du scheinst damit ja immer ganz gut zu fahren, ein paar mehr Bärenstatuen zu haben. Von daher mache ich das doch auch mal. Ich spiele jetzt meine Sonderkarte. Das ist ja, da ist dieses Symbol drauf, dass es eben eine zusätzliche Aktion ist. Die kommt dann erstmal ganz zur Seite. Die hat nachher keinen Effekt in der Endwertung. Ich nehme bis zu drei Stück, packe die in den Beutel. Und dann darf ich mir vier ziehen. Na, was da kommt. Ja, irgendwie nicht das, was ich haben möchte. Aber er hat schon mal schwarz. Schwarz hattest du bisher. Und orange auch. Ja, orange ist auch der Dings. Das ja, war das der Plan. Du. Passt das so, doch. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das heißt, jetzt muss ich aufpassen. Ich gehe, was hast du da? Ich gehe hier rein, hol mir die Pagode und pack einen orangenen Bären in den Tempel. Und du bist. Ich werde hier hingehen. Ich hole mir dieses Wissensblättchen, hoppala, und dafür muss ich einen orangefarbenen Bären abgeben. Ich ziehe nochmal drei aus dem Beutel. Bitte bevorraten Sie sich mit Bären.
Das kann, glaube ich, nicht schaden. Da hat man ein bisschen mehr Auswahl. Schön wäre es natürlich gewesen, wenn ich eine Orange gekriegt hätte, aber naja. Man kann nicht alles haben, ne? Das ist das Problem an der Stelle. Hättest du ja zum Tempel zwei Orangen. Ja, aber das sind ja nur zwei. Und wenn ich verdeckt bin, sind es drei. Ich fand das bisher immer besser. Das fandst du besser. Ich zähle mir auch nochmal drei aus dem Sack. Eins, zwei, drei. Gut, dann gehe ich einmal hier rein. Zack. Muss dann entsprechend einen blauen, einen weißen bezahlen. Und habe dann hier wieder eine Reihe voll. Das heißt, ich kriege das nächste Kärtchen. Das ist wieder eine Zusatzaktion. Tausche die Position von zwei angrenzenden Statuen oder Chips. Das ist natürlich was Nettes. Hat was für sich. Ja. Macht natürlich mehr Sinn, wenn der Mitspieler nicht weiß, was man hat, aber ist ja nur ein Vorführspiel. Genau. Ich werde mal hier oben reingehen. Ich nehme mir mal den und setze den da ein. Der kommt hier hin und jetzt muss ich einmal einen weißen und einen schwarzen abgeben. Und ich habe jetzt endlich auch eine Reihe voll. Das heißt, ich bekomme auch eine Karte. Das ist jetzt nur eine Karte, die praktisch meinen Spielzug abwandelt, also nur in Anführungsstrichen. Zahl eine Statue weniger für eine Statue, die du errichtet hast. Also eine Statue weniger zahlen für eine Statue, die ich gerade errichte. Ich benutze jetzt erstmal meine Karte. Das ist wieder eine Zusatzaktion. Tausche die Position von zwei angrenzenden Statuen oder Chips. Ich tausche die beiden Statuen hier jetzt einfach mal aus. Karte kommt an die Seite, hat keine Relevanz mehr. Dann gehe ich einmal hier rein, kann das hier platzieren und muss entsprechend einen schwarzen bezahlen. Dann werde ich mal hier reingehen und hole mir mal dieses Wissensplättchen hier. Jetzt muss ich hier eine blaue Statue in den Vorrat oder den Tempel zurückstellen. Habe hier wieder eine Reihe voll und darf mir auch wieder eine Karte nehmen. Ah, das, was Christian so gerne hatte. Tausche bis zu zwei deiner Statuen mit anderen Spielern. Auch hier wieder so ein grünes Zeichen drauf, das heißt, es ist wieder eine Zusatzaktion. Nett. So was. Da muss ich natürlich jetzt schnell agieren. Ganz, ganz schnell muss ich jetzt sein. Das heißt, ich gehe schnell hier rein, hole mir den Topf, pack den dahin. Dann kommen die Schwarzen hier rein. Da haben wir wieder ein Ritual. Das heißt, die kommen wieder in den Sack zurück und ich darf mir wieder einen ziehen. Und ich mache es jetzt richtig spannend. Ich nehme mir die. Damit ist es vielleicht mit Michaela nicht ganz so interessant, da was zu machen. Vielleicht. Vielleicht. Man weiß es nicht. Ich will mir Bären nehmen und zwar diesmal nicht aus dem Sack, sondern mal aus dem Tempel. Da darf ich mir nur zwei nehmen und dann nehme ich mir mal zwei blaue. Das hatte ich jetzt auch gemacht. Das war jetzt eigentlich auch der Plan, weil ich dachte, dann klaust du mir maximal einen davon. Ja. Das heißt, ich muss es im Team anders machen. Eins, zwei. Ups, ich habe schon wieder einen ungenietet. Sehr schön. Läuft. Na, dann passt es doch. Läuft. Ich werde mal hier einen Orangenen einsetzen. Nimm mir den hier. Das heißt, ich muss jetzt einen blauen bezahlen und ich bekomme wieder eine Karte. Und das ist die Karte, die Christian gerade eben schon hatte. Tausche die Position von zwei angrenzenden Statuen oder Chips. Ich gehe dann hier oben einmal rein mit einem schwarzen. Ich bin wieder umgehauen. Meine Güte. So, das heißt, ich muss einen weißen in den Tempel tun und einen blauen. Ich habe auch eine Reihe voll, das heißt, ich kriege auch nochmal eine Karte. Bezahl eine Statue, die du errichtet hast, mit beliebigen Farben. Das ist natürlich auch nett. Ich nehme mir nochmal zwei blaue Bären aus dem Tempel. Verdammt, das wollte ich doch schon wieder machen. Ja, dann das wären, ich, schon dann wärst du eigentlich in zwei Züge Schachmatt gewesen. Ich nehme hier drei aus dem Beutel. Ja. Mit ein bisschen kein Glück. Blauen, kein Blau Blauen. Oder schwarz. Nein. Dann hätten wir es. Das ist nur weiß oder orange. Man kann die Farbe... Ah, wunderbar. Nächste Runde so ist Michaela. Ein Glück aber auch Schachmatt. Für dich. So ein Glück aber auch für dich. Läuft. Läuft, sieht so aus. Du bist ne? dran, mach deinen letzten Zug. Startspieler. Ja, ich werde gleich eine Karte einsetzen, aber ich mache erstmal meinen Zug hier. Ich nehme mal den hier und setze den da ein. Das heißt, ich bekomme den hier. So, jetzt hatte ich ja eine Karte, ich muss sie mal genau. Zahle eine Statue weniger für eine Statue, die du errichtet hast. Ich müsste jetzt ja eigentlich eine Orange und zwei Blaue bezahlen. Ich zahle jetzt nur zwei Blaue, das heißt, ich zahle eine Statue weniger. Und dann möchte ich aber ganz gerne nochmal... Was machen wir denn nochmal? Tauschen ist nichts mehr. Naja, bis zu zwei. Ich könnte den einen mit dir tauschen. Hast du noch einen? Ich habe noch einen blauen. Ja, mach mal. Aber ich werde hier eher mal die Position von zwei angrenzenden Statuen oder Chips vertauschen. Auch das würde ich nicht retten. Auch das wird mich nicht retten, meinst du? Ich muss mal ganz kurz eben gucken. Du könntest den da oben einsetzen. Dann, wenn du den da oben einsetzt, kannst du alle drei bezahlen. Wenn du da den weißen einsetzt,
Kannst du. Nee, da fehlt dir. Ach nee, du kannst ja ein weniger bezahlen, ne? Du hast noch eine Karte, wo du ein weniger Wer bezahlen weiß, was kannst, ich ne? da hatte. Ah, stimmt. Ich glaube wirklich, ich werde es wahrscheinlich nicht verhindern können. Ich tausche einfach spaßeshalber mal diese beiden Bären einmal aus. Und du bist dran. Ja, ich gehe dann einmal hier rein, bekomme den, muss jetzt eigentlich drei weiße bezahlen, habe hier mal eine coole Karte, dass ich halt eben mit beliebigen Farben bezahlen kann. Das heißt, ich nehme einfach mal die drei, zack, zack und zack. Jetzt würde normalerweise noch hier ein Ritual ausgelöst werden, können wir uns aber sparen. Ich habe hier dich gemacht, bekomme noch eine Karte und ich war ja nicht Startspieler, ich war letzter Spieler, von daher ist die Runde zu Ende und ich habe gewonnen. Gut, und der Verlierer darf das Fazit machen. Ach so, Darf mit dem Fazit anfangen. Verlierer darf ein Fazit anfangen. Genau. Alles klar. Dann fange ich mal mit der Anleitung an. Die ist gut geschrieben, auch schön bebildert und ist wirklich nur ein Dreiseiter. Die letzte Seite hier hinten ist nochmal so Danksagung und sowas. Also von daher, und was ich auch total witzig fand, mal so wie das Spiel eigentlich entstanden ist. Also wie viele Ideen, hier sind nochmal die ganzen Spielpläne drauf, wie das Spiel vorher aussah, bis es dann diese Endfassung, sage ich mal, so rausgekommen ist. Das fand ich auch total Das ist spannend. echt spannend. Das finde ich mal eine schöne Sache. Das kennt man sonst ja gar nicht so, dass man da sowas mitkriegt. Wie viele Wege oder wie viele Ideen hat es eigentlich genommen, so ein Spiel, bis es dann in der Endfassung tatsächlich dann nachher gelandet ist. Ja, und auch, Finde ich dass der mal. Illustrator noch so ein bisschen was erzählt. Genau, fand ich eine schöne Sache. Aber auch so an sich die Anleitung wirklich schön geschrieben, schön bebildert. Aber ist vom Spielmechanismus letztendlich ja auch nicht viel dahinter, in Anführungsstrichen, was es nicht negativ klingen soll. Ist ein schönes Familienspiel, ist jetzt kein Expertenspiel, kein Kennerspiel. Zur Spielzeit, also auf der Verpackung steht ja drauf 30 Minuten. Wir haben es jetzt zu zweit, haben wir eine Viertelstunde gespielt. Also wirklich ein flottes, kurzes Spiel, was man wirklich abends oder auch zwischendurch auch mal schön spielen kann. Am Anfang musste man noch mal so ein bisschen gucken, so mit den Einsatzregeln. Da hat man am Anfang doch noch mal gerne den Bären hingesetzt, wo man ihn vielleicht nicht so unbedingt hinsetzen Ja, das durfte. hat Mann, Frau vielleicht eher, ne? Mann, Frau, hast du meinst, ich bin farbenblind? Nein, nicht farbenblind, aber dass du das auch mal gemacht hast, nicht Mann. Genau. Dann noch so ein paar schöne Sachen, ein paar Kniffe mit den Karten, die mit ins Spiel kommen. Maximal zwei, vier Karten kann man ja bekommen, nicht zwei, sondern vier Karten, so man dann diese vier Reihen hier vollständig hat. Und da gibt es natürlich auch noch einen schönen Ärgerfaktor teilweise mit da drin. Also ich hatte wirklich schon ein paar Spielen, dass ich meine Bärenfiguren schon hatte. Ich habe mit denen mich gerne auch mal aus dem Tempel genommen. Habe ich jetzt in diesem Spiel nicht so gemacht, aber ich habe es uns gerne mal aus dem Tempel genommen, wenn ich geguckt habe, welche Farben ich brauche. Und da hat Christian, irgendwie per Zufall hattest du diese Karte, dass du mir zwei tauschen konntest. Und da bist du mir schon ein, zwei Mal ordentlich in Parade gefahren. Also es hat auch durchaus schon Ärgerfaktor. Man sollte vielleicht am Anfang gucken, oder man guckt natürlich darauf, dass man erstmal so die billigen Plätze nimmt und dann nachher schaut, wo wird's Die billigen teurer. Plätze, Ja, ja. wo ich nicht viel Bären abgeben muss, um hier mein Ich Spielertableau zu weiß, was du belegen. meinst, ist klar. Und ich bin, vielleicht bin ich da auch ein bisschen falsch immer davor, ich bin auch viel auf diese mit den Drachensegeln gegangen, weil ich gedacht habe, wenn es um Gleichstand geht, Nein. dass ich dadurch wirklich Nein, wir spielen gewinne. nicht auf Gleichstand, wir spielen auf Sieg. Ja, ich weiß, du hast ja bis jetzt auch jedes Spiel gewonnen. Ich kann ja nur sagen, ich bin immer auf diese Dinger gegangen, habe immer bevorzugt dann die eingesammelt. Sollte ich vielleicht in den nächsten Partien einfach mal lassen, weil ich habe bis jetzt noch nicht ein Spiel gewonnen. Chris hat immer, man sieht ja auch, es ist kurz vor Ende. Also es ist nur nicht so, dass der eine mit, ich sag mal, ich mit vier zurückliege, also vier Felder nicht Nein, belegt es war habe, eigentlich immer sondern eins, oder? es war immer eins, genau. Es war wirklich immer knapp beieinander, sodass man, bevor der letzte praktisch sein letztes Feld belegt hat, hat Christian meistens dann dicht gemacht. Von der Grafik, von der Optik her, also ich finde schon mal total diese Bärenfiguren, die sind nun nicht unterschiedlich, die sind alle gleich, unterschiedliche Farbe, die finde ich echt niedlich. Ja, mal was anderes als Holzmiebels, ne? Genau, hat man auch mal wieder was Haptisches so in der Hand, finde ich schön gemacht. Das eigentliche Spielprinzip finde ich auch, ist wirklich simpel, aber letztendlich irgendwie schön gemacht. Und mit den Karten kommt auch noch so eine gewisse Würze mit ins Spiel. Hier auch noch so ein kleiner Kniff, dass man da nochmal abräumt, auch nochmal eine Bärenstatue mehr bekommt. Und auch so die Überlegung, nehme ich mir hier die Statuen, weil ich mir hier aussuchen kann, was nehme ich mir oder ziehe ich mir die aus dem Beutel. Also für mich ist es wirklich ein schönes, kurzes Familienspiel. Guter Einstieg, man kommt da wirklich sehr schnell rein. Auf jeden Fall gelegenheitsspielertauglich, familientauglich, macht mir Spaß und bekommt daher von mir 7 Punkte. Okay, dann mache ich mal weiter. Was ich noch mal zeigen wollte, ist die Rückseite von der. Also das ist ja der Deckel. Und im Inlay ist auch noch mal eine Grafik drin. Finde ich total cool. Habe ich, glaube ich, irgendwie beim Spiel noch nie Noch nie gesehen, gesehen, dass sich nee. da irgendjemand die Mühe macht, da noch zusätzlich irgendwie so einen Druck drauf zu packen. Total schön, total cool. Weiter so. Finde ich eine schöne kleine Idee. Generell finde ich auch so dieses Spielprinzip mit den Bären, irgendwie erinnert mich das total an Kung Fu Panda. An den Film mit H.B. Kerkeling als Stimme von dem,
Ach, wie hieß er? Ich habe den Namen vergessen von dem dicken Panda-Bär. Genau, von dem dicken Panda-Bär. Ich habe Panda-Bär, ist nicht dick, aber genau. Von deswegen darf man das ja sagen. Oder wie auch immer. Egal. Außer hier, das ist halt eben alles, das ist echt schön illustriert. Ich finde es von der Thematik her echt niedlich gemacht. Familienspiel ja, aber es hat schon seine Kniffe. Also was Michaela schon sagte, was sie immer gerne gemacht hat, ist hier im Prinzip diese Rituale ganz am Anfang. Also hier gucken, wo sind drei. Was du jetzt gemacht hast. Und da habe ich jetzt diesmal gar nicht aufgepasst. Da habe ich mich total geärgert. Ich mit dem, wenn ich das gesetzt habe, auch gemerkt, shit, jetzt kannst du den nächsten Satz und machst das Ritual. Also da muss man eigentlich auch ein bisschen drauf und achten, dass man das nicht auslöst. Und das hast du in den ersten Spielen total häufig gemacht. Und ich habe irgendwie diesen Kniff überhaupt gar nicht gerafft. Oder häufig gemacht, dass ich das dann bekommen habe. Ja, ja, dass du das Ritual ausgelöst hast. Und dann, man macht seinen normalen Zug, kriegt aber als Belohnung dann ja einen Bären halt eben aus den übrig bleibenden Tempeln. Und das ist auch so ein Kniff, da muss man aufpassen, das ist schon nicht schlecht. Also manchmal eine Figur mehr oder weniger kann schon schaden. Hat mich gerade eben auch echt geärgert, dass ich das zweimal dir praktisch als Vorlage zugespielt habe. Ja, das passte ganz gut, von daher. Und da kann man natürlich auch seinen Spielzug, sag ich mal, seine Strategie so ein bisschen drauf ausrichten. A, versuchen über die Rituale noch einen Bären mehr zu bekommen. Oder aber auch das so hinzubauen, dass wenn man weiß, Michaela braucht noch von der und der Sorte was, dass man es teuer macht. Also ich wusste zum Beispiel, sie braucht jetzt hier noch diese Bambusmatte oder was es sein soll. Die gibt es einmal hier, die gibt es einmal da. Und da sind jeweils drei Bären drumherum. Und das war schon so ein bisschen Strategie von mir, das relativ teuer zu machen. Ach, so hast du gespielt, so fies. Ja, aber hallo, klar. Hatte eigentlich auch bei der Pagode funktionieren sollen, aber da hatte sie die Karte, wo sie einen weniger bezahlen musste. Also von daher, das war jetzt dumm gelaufen. Guck mal, so unterschiedlich sind wir. Ich habe nur geguckt, dass ich mein Spieltableau vollpuzzle und du guckst mal drauf. Wir spielen auf Sieg, haben wir gesagt. Also von daher, deshalb, es ist zwar ein Familienspiel und ich glaube, es ist ja ab 8 Jahre und wir werden das definitiv noch mit unserem ältesten Sohn spielen. Haben wir bisher nicht gemacht, aber das probieren wir aus. Vielleicht ohne die Karten, da müssen wir mal schauen. Er kann zwar lesen, aber das ist vielleicht. Als ja, aber er ist jetzt gerade in die zweite Klasse gekommen. Ja, trotzdem. Von daher, die haben jetzt angefangen, so richtig zu lesen. Ich glaube, das ist noch ein bisschen hart. Deshalb würden wir wahrscheinlich erstmal die Karten rauslassen, das einfach nur nach den Basisregeln machen. Aber wenn man es zu zweit spielt, durch die Karten und durch dieses, ich mache es teuer und ich versuche, irgendwelche Sachen zu verknappen und so, da kann man schon den Gegner ein bisschen in die Bredouille bringen und das macht es auch echt interessant. Und mir macht das Spiel auch echt viel Spaß, gerade auch wegen der kurzen Spieldauer. Es ist jetzt kein Schach, wo ich 20 Schritte nach vorne denke, aber schon so ein bisschen, ja, ich gehe mal in die Richtung und ich versuche, den Gegner da ein bisschen in die Enge zu treiben, es für ihn teuer zu machen. Und das macht mir echt viel Spaß. Und wenn mir etwas viel Spaß macht, ist es ein sehr gut. Und deshalb kriegt das Spiel von mir 8 Punkte. Guck mal, ich habe es nicht mal gemerkt, dass du so gespielt hast. Ja, kannst mal sehen. Jetzt habe ich mich geoutet. Jetzt hast du dich geoutet. Muss ich das nächste Mal auch mal so spielen, dann gewinne ich vielleicht auch. Vielleicht, ja. Okay, gut. Das war dann unsere Review zu dem Spiel Wangdu. Dann sagen wir an dieser Stelle wieder vielen Dank, dass ihr bei uns reingeschaut habt. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wenn ihr unseren Kanal abonniert oder uns einen Daumen hoch gebt. Und ansonsten sagen wir wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.